So, und wie versprochen, geht es sofort weiter. Willkommen zurück zu einem neuen Part von Assassin's Creed Unity. Mein Name ist Kubok Baro, sind wir immer für sehr eine Ehre, diesen Part aufnehmen zu dürfen. Ja, Sequenz 9, Erinnerung 3, die Flucht. Erinnerung ist abgeschlossen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass dadurch die Sequenz 9 abgeschlossen ist und wieder alles hier wieder zusammenbricht und wir irgendwie dann storyrelevanten Real-Life-Shit haben oder ein Portal oder so. Mal schauen. Oder auch nicht. Kann auch sein, dass ich mich komplett irre und dann, ja, machen wir aber normal weiter. Aber es war zumindest, ne? 25 Minuten waren ein guter Punkt, um den Part zu beenden. Okay, sind die jetzt abgestürzt oder was ist passiert? Ich musste los. Du sahst so friedlich aus. Ich wollte dich nicht aufwecken. Je t'aime. E. Ha. Moin. Okay, haben Sie da im Korb übernachtet? Was? Den wird schon jemand holen. Bestimmt. Übernachtet, Zwinker. Ja. Saint-Jacques Rousseau, nehmen Sie. Ah, okay, ist nichts Größeres passiert. Ah, oder? Ha, doch, siehst du? Hab ich es doch gerochen. Hab Novize, ich's. hörst du mich? Entschuldige die Tonqualität. Wir haben ein Signalrauschen wie von einem Wasserfall. Es sieht nicht gut aus. Wie wär's mit noch einem Tech-Boost, bevor ich die Verbindung verliere? Ich schicke jetzt die Daten. Ja, Assassinenfähigkeiten freigeschaltet. Verbesserte Phantomklinge, das dickste Fell, Giftgas, Schlossknackermeister, Gnadenstoß am Boden und Eisenfell. Sehr schön. Wir holen uns auf jeden Fall jetzt sofort hier den Schlossknackermeister. Und da habe ich extra auch gespart, um sicher zu gehen, dass ich mir das holen kann. Zack. Ist gegönnt. Perfekt. So, abrollen, ja, I don't give a fuck. Dieser Skill ist so nutzlos. Verkleiden, Gemeinschaftssinn. Ja, ich glaube, hier habe ich fertig fürs Erste. Gesundheit kann ich mir damit nicht holen. 9 und 12, ach du meine Güte. Fernkampf, verbesserte Phantomklinge auf jeden Fall. Zweimal abgefeuert werden. Das ist echt nice. Giftgas klingt zumindest sehr viel nützlicher als Betäubungsbomben und Geldbeutel. Kann auch drüber nachdenken, sich das zu holen. Ist auch aber alles sehr teuer. Und hier beim Nahkampf theoretisch noch den Gnadenstoß. Ist auch was Nützliches. Also, wir haben viele sehr interessante Skills und sind jetzt frei zu wählen, was wir möchten. Aber das nächste, was ich mir holen würde, wäre auf jeden Fall sicherlich die verbesserte Phantomklinge. Die Montgolfierenfahrt. Gab es in der Wissenschaft viel Spekulation, heftige Debatten. Die Öffentlichkeit wurde zu zahlreichen Experimenten eingeladen, um selber Zeuge wissenschaftlicher Fortschritte zu werden. Ballons waren in den 1780er Jahren bei den Massen sehr beliebt. Insbesondere am 11. Juli 1784, die Brüder Montgolfiere gehörten zu den ersten Menschen, die zu einer bemannten Fahrt mit einem Heißluftballon aufbrachen. Die Brüder Joseph und Etienne führten ihre Experimente unter der Gönnerschaft der französischen Akademie der Wissenschaften durch. Am 9. September 1783 hob zum ersten Mal ein Ballon mit lebenden Passagieren ab, einem Schaf, einer Ente und einem Hahn. So könnte auch ein richtig guter Witz anfangen. Ja. Ein Schaf, ein Ente und ein Hahn steigen in einen großen Ballon und schweben davon. Haha, was dann passiert? Keine Ahnung, sie wurden nie wieder gesehen. Im selben Jahr waren Jean-François Pilâtre de Rosière und der Marquis de Orlandais in Paris die ersten Menschen, die mit einem Ballon abhoben. Eine Menge neugieriger Schaulustiger versammelte sich, um das Geschehen zu verfolgen. Du bist nah am Ziel, also halte durch. Wir konnten den genauen Zeitpunkt und Ort von Germains Tod nicht bestimmen. Also musst du es selber tun. Bishop out. Goddammit, du verdammter dreckiger Dieb, dreckiger Dan. Zack. Nein, ich bin der dreckige Dan. Habe ich hier irgendwo Artefakte auf der Karte aufblitzen sehen? Nee, war nur Truhe. Goodie. Ach ja, wir sind in unserem Hauptquartier, Gebiet, Schmied. Hier ist dann Sequenz 10, eine Einladung zum Abendessen. Das machen wir dann aber erst, nachdem wir hier genau die letzten Sachen hier jetzt in Louvre erledigt haben. Und
So, dann haben wir, wie gesagt, wir haben noch La Bièvre, Le Quartier Latin und Le Invalidé. Das heißt, wir haben hier noch ganz viel Nebenschissel, den wir machen müssen. Ja. Deswegen, weil es die Mainquest geht immer so schnell vorbei und noch so viel Nebenquests, dass es echt abartig ist, muss man schon sagen. Machen wir mal hier, teleportieren wir uns dahin. Zack. Hier sind aber wieder irgendwie 2 oder 3 Parts höchstens Mainquests und dann die letzten wieder 6, 7 Parts, ganz einfach Nebenmissionen. Aber wir haben halt so viel. Wir haben, glaube ich, 12 Sequenzen oder 11 oder so. Muss ich selber nochmal schauen. So, aber hey Christoph, dann freu dich mal. Jetzt machen wir auch wieder Content, den du bis jetzt noch nie gesehen hast. Mit diesem einen Mordfall. Den du leider nicht machen konntest. Das ist nicht auch ein bisschen schade, dass da keinen Knopf gibt zum Reskillen oder so. Das gibt es ja in vielen RPGs und so. Aber da wurde es in Unity wurde es einem nicht vergönnt. So, rennen wir rüber. Renn, Arno, renn. Renn, Adelaide. Ich komme mal hier auch dadurch hin. Ja, hier ist es. Machen wir es auf. Unser erstes Stufe 3 Schloss, was wir knacken können. Etwas, was Christoph nicht konnte. Haha. Und zack. Aber was auch nicht seine Schuld war, um es so zu sagen. Da gibt es hier so ein Closed Door Mystery. Es gibt immer so geschlossene Türen, Morde, die Closed Quarter Mystery oder Closed Quarter Murder. Es gibt immer so interessante Morde, die halt so in einem abgeschlossenen Raum sind und sich fragt, wie haben sie es geschafft. Aber ja, 5 von 5 Artefakte in Bezug Louvre gesammelt, neue Belohnung freigeschaltet. Und zwar? Und zwar? Ich finde immer so schön, es wird nicht erläutert, was man eigentlich bekommt. Aber ja, kümmern wir uns mal hier. Der rote Geist der Tuilerien klärt den mysteriösen Tod in den Korridoren der Macht auf. Jawohl. Der rote Geist der Tuilerien. Büro, Leiche von Direktor Bedon. Mann mittleren Alters, offenbar Selbstmord durch Schuss in den Kopf. Er hält noch die kunstvolle rote Pistole in der Hand, deren Lauf im Mund des Opfers steckt. Okay. Dann gehen wir hier mit dem, was auf dem Tisch steht. Büro Einladung. 14 Hinweise im Büro. Heilige Makrele. Bürger Bourdon, bitte akzeptiert unsere Einladung zu einer privaten Soiree in unserem Haus. Rue de Prouvaires 10. In größter Zuneigung Friedrich und Brigitta von Glück. Die Deutschen. Liebesbrief. Ach, mein lieber Bourdon, ihr könnt euch nicht vorstellen, mit welchen Gefühlen ich schreibe. Mein Mann ist unserer Liaison auf die Schliche gekommen. Das ist kein Liebesbrief, sondern eine Warnung. Er ist außer sich und in seiner Wut droht er euch das Schlimmste an. Oh, mein Geliebter, ich wüsste, ich hätte nach Österreich zurückkehren sollen, anstatt unsere Affäre fortzuführen. Doch unsere gemeinsame Zeit war viel zu schön. Brigitta von Glück. Ja, Ösis, hä? Immer die Ösis. Büro Bankregister. Auf Bourdons Konto sind einige große Abhebungen verzeichnet. Jetzt ist es leer. Ein Gläubiger fordert Vergütung für ungültige Schecks. Auf dem Auszug steht Bourdons private Adresse. Rue de la Quaquilière. Büro Fiolen. Kleine Gasfiolen, keine Glasfiolen. Kleine Glasfiolen, die eine faulig riechende Flüssigkeit beinhalten. Auf den Fiolen wurde vermerkt, dass sie von einer örtlichen Apotheke hergestellt wurden. Roi Saint-Honoré 137. So, viele neue Schauplätze auf einmal. Ah, hier den Blutspuren an der Tür. Oh Gott. Bourdon. Zeichen an der Wand, mit Hand geschrieben, offenbar mit Blut.
Bourdon, ich weiß, der Teufel sitzt in deinem Herzen. Dein Ende ist nah. Aha, dein Ende ist nah. Warum würde es jemand schreiben, der ihn eh schon getötet hat? Okay. Wer hat irgendjemand Blut eine Warnung geschrieben? Dann hat er sich deswegen umgebracht? Hm. Persönlicher Brief. Mein geschätzter Finanzdirektor. Die Vorkommnisse und Erscheinungen haben euch ganz ohne Frage extremer Belastung ausgesetzt. Wenn ich euch in irgendeiner Weise dienlich sein kann, wendet euch an meine private Adresse in der Rue Fromentour 5. Es tut mir so leid an alle Franzosen, deren Sprache ich schände, Part für Part. Mit tiefstem Respekt, Berater Lejeune. Hier ist ein Gemälde. Büro, Ölgemälde, da ist ein bisschen Blut drauf. Ein schauliches Gemälde des Roten Geistes, der den Tuilerienpalast heimsucht. Auf dem Gemälde scheinen sich dunkle Flecken getrockneten Blutes zu befinden. Ah. Da sind immer noch so viele Hinweise hier. Büro, Luftabzug. Ein merkwürdiger Luftabzug, der nicht zu den anderen im Tuilerienpalast passt. Okay. Büro, Zeitung. Eine kleine Werbeanzeige wurde eingekreist. Kartenspieler sind eingeladen, sich an einen exklusiven Tisch zu setzen, in einer diskreten Ecke des Palais Royal. Sich an einen exklusiven Tisch zu setzen, in einer diskreten Ecke im Palais Royal. Royal. Ja. Sich an einem exklusiven Tisch zu setzen, in einer diskreten Ecke des Palais Royal befindet. Okay. Nur für Herrschaften mit tadellosem Charakter. Irgendwie. Bin ich dumm oder ist da ein Fehler? Weil irgendwie habe ich das Gefühl, da ist ein Fehler. In dem Satz. Na, ah, hier, mit den vier Leuten können wir nur reden. Ich habe tatsächlich viele unheimliche Geräusche gehört. Und sogar, wie der Geist sprach. Durch diese Tür. Baudouin war allein im Zimmer. Und der Geist sprach mit grauenhaftem Akzent. Und das hörte ich mehrmals. Okay. Kommen wir so ein bisschen vor, wie dass einer ein bisschen dafür gesorgt hat, dass Bourdon in den Selbstmord getrieben hat, sagen wir mal so, mit dem Blut an der Tür und dann der Geistesstimme durch den Luftschacht so gesprochen. Der erste Diener gab an, durch die Tür geisterhafte Geräusche und einen Geist zu Bourdon sprechen gehört zu haben. Der Geist habe mit Akzent gesprochen. Mit Akzent. Mit einem deutschen Akzent. Wir hörten einen Schuss. Dann liefen wir hinaus, um zu sehen, was passiert war. Ich glaube, es war der Rote Geist. Vor ein paar Nächten habe ich den Geist selbst gesehen. Ich bog um die Ecke und sah ihn durch diese Tür verschwinden. Ganz in Rot und mit einem furchterregenden Ausdruck. Ganz in Rot, also ich kann es nicht gewesen sein. Der dritte Diener gab an, den Schuss erst kurz vor meinem Eintreffen gehört zu haben, gab weiter an, den Geist in roter Kleidung gesehen zu haben, wie er das Büro vor einigen Nächten betreten habe. Okay. Mein Name ist Le Gall, Berater des Finanzdirektors Baudouin. Er hatte sich seit gestern in seiner Amtsstube eingesperrt. Seit einigen Wochen war er sehr aufgeregt. Traurig, dass es so enden musste. Ja gut, ne? Aussage von Berater Le Gall. Berater Le Gall, Assistent des Opfers, gab an, das Büro des Opfers. Gott. Das Opfer habe sich über einen Tag lang im Büro eingeschlossen und sei äußerst unruhig gewesen. Die Legende muss wahr sein. Vor langer Zeit wurde hier ein Mörder aus Bayern hingerichtet. Sein roter Geist spukt seither durch diesen Palast. Habt ihr das Bild gesehen? Gestern tauchte es plötzlich auf, aus dem Nichts. Aha, ein Geist aus Bayern. Und ratet mal, Bayern, Österreicher, die sind ja eins zu eins die gleichen Menschen, wie wir wissen. Tragen denselben komischen Shit, haben denselben komischen Akzent oder ähnliche Akzente. Also sind beides in den Schluchten, in den Bergen unterwegs. Ne? Da kann ein Österreicher so einen guten bayerischen Akzent hinkriegen. Berichtete von der Legende eines deutschen Mörders, der im 16. Jahrhundert hingerichtet worden sein soll und den Tuilerienpalast seitdem als roter Geist heimsuche.
Gab außerdem an, das Bild des Roten Geistes sei vor einem Tag aufgetaucht. Ja. Wir alle wissen das, ne? Sagen wir mal. Anu, kannst du bitte aufstehen? Ach, egal. Der Rote Geist der Tullien. Der Legende zufolge soll Katharina de' Medici beim Aufbau des Palais de Tullier gegen Ende des 16. Jahrhunderts einen deutschen Schlachter namens Jean Le Écorcheur von der Baustelle vertrieben haben. An dieser Stelle hätte wohl niemand mit so einer Formulierung gerechnet wie einem deutschen Schlachter namens, ja, wollte ich gerade sagen, Jean Le Écorcheur von der Baustelle vertrieben. Also ich hätte das zumindest nicht. Sehr deutscher Name. Auf dem Totenbett schwor Le Écorcheur, dass er zurückkehren würde, um Rache zu nehmen. Ich glaube, das ist die schrägste Geschichte aller Zeiten. Ein vertriebener deutscher Schlachter mit französischem Namen wird so sehr verärgert, dass er Rache schwört. Okay, und was passiert dann? Die Legende sagt, der Petit Homme Rouge, oder der Rote Geist, hätte den Palast während seiner gesamten Bauzeit heimgesucht. Ist das ein Traum? Der wütende deutsche Schlachter war über seinen Auswurf weiterhin so sauer, dass er starb und dann im Palast spuckte? Was? Ja, er ist so sauer, dass er gestorben ist. Der Astrologe Cosimo Ruggieri teilte Katharina sogar mit, dass der Bau des Palastes ihr den Untergang bringen würde, was er am 5. Januar 1589 schließlich auch tat. Trotz alledem lebten die Gerüchte über den Roten Geist über die Jahrhunderte hinweg fort. 1789 bat Marie Antoinette einen Magier, sie vor der Erscheinung zu schützen. Marie Antoinette bat einen Magier, sie vor dem Geist eines zornigen deutschen Schlachters zu schützen. Ja, ist schon ziemlich dämlich. Napoleon, der später im Palais de Tuileries residierte, scheint dem Geist ebenfalls begegnet zu sein. Dieser sagte zu ihm, du wirst bis ins 45. Jahr glücklich sein. Meine Aufgabe ist es, dich zu beschützen. Danach werde ich dich verlassen. Was läuft denn hier? Bin ich high? Ja, die Person mit den Kommentaren wird wirklich Kommentar für Kommentar immer wütender über diese Quatschgeschichte. Schön zu wissen. Schön zu wissen. Arno, warum duckst du dich, Alter? Willst du Saki Saki machen, oder was? So, 7 Schauplätze gibt es zu besuchen. Auf jeden Fall ein langer Fall. So, dann schauen wir mal. Der nächste Schauplatz ist direkt hier in der Nähe. Dann gehen wir da auch hin. Haus des Beraters. Ja, okay, kein Wunder, dass das in der Nähe ist. Werden wir definitiv auch nicht alles in einem Part hinkriegen. Kann ich euch jetzt schon versprechen. So, runter. Ist einer der Diener, ist glaube ich nicht, wie gesagt. Also im Moment ist besonders, da viele Dinge da zusammenpassen. Why done it? Der Herr von Glück hat ein Motiv, könnte den Akzent auch nachstellen und könnte so in den Selbstmord getrieben haben, um sich selber die Hände nicht schmutzig machen zu müssen. Hier unten rein. Von oben rein, meine ich. Da habe ich ein bisschen gemixt, nach unten quasi rein und von oben rein. Dann habe ich gesagt, von unten rein. Was Quatsch ist. So. Warum läuft Arno jetzt die ganze Zeit gebückt? Was hat er für Probleme? Der hat definitiv geistige Probleme, das sage ich euch. Das ist mir egal, ey. Sondern dass alles funktioniert. So. Nummer 1. Nummer 2. Und viel zu früh. Zack, Nummer 3. Goody. Gehört zwar nicht zu einer Mission, dieses Mal nicht. Aber ne, kann man sich ja mitgönnen. Hier haben wir 3 Hinweise im Haus des Beraters. Haus des Beraters, offiziell aussehender Brief. Bürger legal. Mit diesem Sendeschreiben bestätige ich unsere Unterhaltung. Aufgrund der hysterischen Angriffe von Bürger Bourdon versteht es sich, dass sollte die Position des Finanzdirektors, die derzeit von Bürger Bourdon bekleidet wird, frei werden, es entschieden ist, dass ihr, derzeitige Berater von Bourdon, diese Position zu einer jährlichen Entschädigung von 800 Livres übernehmen werdet. Bürger Lefebvre, Magistrat. Aha, ach du meine Güte, da haben wir aber jetzt ein ganz starkes Motiv hier. Ne, schön loswerden, es den Deutschen in die Schuhe schieben, oder den Österreichern in dem Falle, die aber auch, wie wir wissen, alle Deutsche sind, lul. Und dann hast du ausgesorgt und bist der neue Finanzdirektor. Haus des Beraters, Brief von Bourdon. Irrenswerter Berater Legal, diese Erscheinung, ob nun real oder eingebildet, versetzt mich in Angst und Schrecken.
Ich schwöre, ich sah Gegenstände in meinem Büro sich von selbst bewegen. Es ist, als ob ein Geist in den Wänden meines Büros haust. Ich fürchte, den Verstand zu verlieren und verlasse mich auf euren unerschütterlichen Rat. Was soll ich tun? Bordeaux. Ja, dann hat das Opfer sich auch noch auf seinen Berater verlassen. Und der Berater hat auch wahrscheinlich uneingeschränkten Zugang gehabt auf das Büro, um da dann Sachen mit offenbar Blut zu schreiben, um den Lüftungsschacht auszutauschen, Dinge durch die Gegend fliegen zu lassen, eine Stimme erklingen zu lassen. Haus des Beraters ist ein Stammbaum. Ein Stammbaum, der zeigt, dass Legal ein direkter Nachfahre von Johannes Metzger ist. Aha. Direkter Nachfahre von Johannes Metzger. Also, dem Mann aus der Geschichte, nehme ich jetzt mal. Ein Nachfahre des Roten Geistes. Hätte da auch das nötige Wissen über die Legende, um das realistisch darstellen zu lassen. Interessant. Wahrlich interessant. Da haben wir vielleicht direkt schon einen Hauptschuldigen. Haben wir die Apotheke mit einem Hinweis. Ich beschütze die Bürger und werde dafür angegriffen. Das gibt's doch nicht. So, weg hier. Fuck this shit, I'm out. Gönnen wir uns hier mal die Truhe, wenn wir schon auf dem Weg sind. Dagegen konnte ich ja gar nichts tun, gegen diesen Pistolenschuss. Wieder eine lachhafte Entwicklung, aber gut. Lass los. Kurze Truhe plündern. Auch gut. Zack. Und jetzt eine Stufe 2 Truhen, auch sehr einfach zu öffnen für uns. Perfekt. So. Drei Männer mussten für diese Truhe sterben. Wieder ein Theme, was sich ewig zieht. Ich war schon zu schnell hier. So. Dann, wie gesagt, zumindest da mit der Apotheke geht es dann relativ schnell. Ist dann nur ein Hinweis. Ja, das Elixier ist von mir. Ich habe nur ein paar Kräuter zusammengemischt, damit es schön stinkt. So ein reicher Kerl, Baudouin, wollte etwas, um Geister fernzuhalten. Ich sagte ihm, er spinnt, aber er zahlte genug, um diese Mixtur zu bekommen. Hm. Okay. Apotheker, stellt ein Elixier für das Opfer her, das etwas gesucht habe, um Geister zu vertreiben. Ja, wie gesagt, Baudouin war so sehr davon überzeugt, von diesem Geist heimgesucht zu sein, dass er quasi ja dadurch in den Suizid getrieben wurde, könnte man jetzt wirklich schon sagen. Ich glaube, als nächstes machen wir den Spot hier, dann gibt es nach oben die zwei. Nehmen wir vom Clubhaus, kommen wir da schnell hin. Nehmen kommen wir vom Clubhaus hin. Ja, wie gesagt, der Fall wird sich ja noch eine Weile ziehen, deswegen werden wir wahrscheinlich noch diesen einen Ort dann machen und dann den Part auch schon beenden. Dann haben wir wieder unsere 25 Minuten erreicht. Das ist dann ganz gut. Würde ich jetzt mal behaupten. Wie gesagt, das von den Boten werde ich irgendwie nie hinkriegen. Wenn ich die Wachen vortöte, klappt das nicht. Wenn ich den Boten vortöte, klappt das nicht. Ich habe es einmal irgendwie ganz zufällig geschafft, aber wie, weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Naja. So, von Glücks Anwesen. Aha. Schauen wir mal. Leere Flaschen. Viele leere Schnapsflaschen. Na gut, krasser Hinweis. Von Glücks Anwesen Bericht. Das Bericht eines privaten Ermittlers, der vom Glücksverdacht gegenüber seiner Frau bestätigt. Ja. Dass sie ihn betrügt. Sehr verurteilende Schmach hier wirklich, oder auch Tat.
Reden wir erst mit der Dame. Mein Mann kann sehr, sehr eifersüchtig sein. Aber er könnte niemals jemanden umbringen. Wir sind trotzdem aber überzeugt, dass er nicht der Mörder ist. Britta von Glück, Ehefrau von Friedrich. Beschädigt, dass ihr Mann eifersüchtig sei. Verteidigt ihn aber. Entschuldigung, aber einem Mann der niederen Klasse muss ich nix sagen. Lol, auch richtig schön mit dem ösi Akzent. Der war richtig... Ey, ich mag das. Ich finde das super, dass man sich die Mühe gemacht hat und gesagt hat, ey, das ist ein Nebencharakter. Mit einem einzigen Satz. Aber wir geben uns zumindest in der deutschen Synchronisation die Mühe und geben ihm einen schönen österreichischen Akzent. Einem niederen Mann muss ich gar nichts sagen hier jetzt. Die Wiener Klasse hat hier nichts mit irgendeinem französischen depperten Mann zu reden. Friedrich von Glück, Ehemann von Brigitte, weigerte sich, mit mir zu sprechen. Ach, das will ich doch mal hören. Da bin ich begeistert. Entschuldigung, aber einem Mann der niederen Klasse muss ich nichts sagen. Aber einem Mann niederer Klasse muss ich nichts sagen. Wunderschön. Wunderschön, das gefällt mir. Und mit dieser berauschenden Entdeckung sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann zum nächsten Part. Bis dann und ciao.